Was ist die Beziehung zwischen Stress und Diabetes? Es ist allgemein anerkannt, dass Stress für eine Person sowohl mental als auch physisch schlecht ist. Dies trifft zu, wenn es um eine Reihe von Erkrankungen geht, einschließlich Diabetes. Wenn eine Person unter Stress steht, lösen Hormone im Körper einen Anstieg des Blutzuckers aus. Auf diese Weise bereitet sich der Körper auf die durch Stress verursachte zusätzliche Anstrengung vor. Leider kann der Körper eines Diabetikers den Zuckeranstieg nicht so steuern, wie er sollte, und Stress kann zu Blutzuckerspiegeln führen, die hoch genug sind, um gefährlich zu werden. Die Beziehung zwischen Stress und Diabetes beruht zum Teil auf der Wirkung von Stress auf die Hormone im Körper des Patienten. Wenn eine Person unter Stress steht, wirken Hormone namens Cortisol und Epinephrin auf den Körper, um die Energie zu erhöhen. Sie tun dies, indem sie den Blutzuckerspiegel vorübergehend erhöhen. Dieser Anstieg des Blutzuckers kann sich auf jeden auswirken, der unter Stress steht, jedoch nicht nur bei Menschen, die an Diabetes leiden. Die Beziehung zwischen Stress und Diabetes kann gefährlich sein. Stress kann zwar zu einem Anstieg des Blutzuckers führen, kann jedoch bei Diabetikern schlimmer sein, da der Körper dem Anstieg des Blutzuckers nicht wirksam entgegenwirken kann. Leider kann das Stressniveau aufgrund einer Vielzahl von Faktoren ansteigen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Patienten liegen. Zum Beispiel kann eine Person als Reaktion auf Überanstrengung und Krankheit emotionalen und physischen Stress erfahren. Während die Beziehung zwischen kurzfristigem Stress und Diabetes zu einem vorübergehenden Blutzuckeranstieg führen kann, kann Langzeitstress eine Person dauerhaften Problemen mit Diabetes aussetzen. Wenn zum Beispiel eine Person an einer Depression leidet, kann ihr Stresslevel konstant hoch bleiben. Infolgedessen kann es für den Patienten schwieriger sein, seinen Blutzucker zu verwalten. Darüber hinaus kann Stress zu anderen Gesundheitsproblemen führen, die den Patienten zusätzlich belasten und noch mehr zur Blutzuckerhöhung beitragen können. Ein Teil der Beziehung zwischen Stress und Diabetes liegt außerhalb der Kontrolle eines Diabetikers. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, dass Stress die vom Patienten kontrollierbaren Faktoren beeinträchtigen kann. Zum Beispiel kann sich eine Person, die sich mit Depressionen befasst, weniger motiviert fühlen, mit ihrer Ernährung vorsichtig zu sein. Er kann Dinge essen, die für ihn schlecht sind, um sich von Stress und Depression zu befreien. Er kann sogar aufhören zu trainieren, was für die Bekämpfung von Diabetes nachteilig sein kann, weil er sich weniger motiviert oder uninteressiert für die Dinge fühlt, die er für wichtig hielt.